In einem Sportartenkontext favorisiere ich das Umsetzen oder den Clean aus den Hand. Dabei arbeitest du nur bis knapp über deiner Kniehöhe. Das schafft zum einen auch eine explosive Hüftstreckung, zum anderen bringt es aber weniger Stress für den unteren Rücken mit sich und provoziert nicht unnötig Verletzungen, wo wir keine brauchen. Von daher kannst du hier entweder die Phase von oben nach unten langsam im Lerntraining betonen, vielleicht auch Haltezeiten ausbauen. Von da aus geht es in die Hüftstreckung nach oben und dann in den Catch. Hüfte strecken, Füße wieder zusammen, erneut starten. Viel Spaß!